Herzlich willkommen zur Geschichte und Funktion der Modefotografie Folge 4. Heute geht es in erster Linie um die 30er und 40er Jahre, die sehr, vor allen Dingen was die Modefotografie angeht, umfangreich sind. Natürlich auch in der Weltgeschichte extrem viel, was da passiert. Wir kommen aus den 20er Jahren, Ende der 20er Jahre, wo sich die Gesellschaft in die Richtung verändert, dass vor allen Dingen Hollywood das neue Ideal wird an Menschen, die in der Gesellschaft durch ihre Fähigkeit, durch ihr Talent und durch Arbeit eben zu Stars werden können. Und die Aristokratie damit quasi so langsam ablösen als Ideal in der Gesellschaft. Und gekrönt werden diese neuen Stars eigentlich durch die neuen Medien, nämlich den Film und die Printmedien. Allen voran natürlich Zeitschriften wie Vogue und Harper's Bazaar, die eben in erster Linie auch das Ideal der neuen Frau als selbstbestimmt und frei, eben ohne Korsett im französischen Garçon-Stil zeigen, sportlich befreit und so weiter. Das sind eigentlich diese neuen Ideale, die schon in den 20er Jahren bei Steichen zu sehen sind und auch durch die Bilder sich in die Gesellschaft quasi so reinfummeln, ja, könnte man sagen. Diese Bilder sind also mehr oder weniger die Repräsentanten eines neuen Idealtyps von Ideen, die es eben schon in der Gesellschaft oder die sich in der Gesellschaft entwickeln, würde ich vielleicht sagen. Und dabei sind dann diese Zeitschriften wie Vogue, aber auch Harper's Bazaar definitiv die Zeitschriften, die am modernsten sind, international. Und gerade die Vogue ist da mit der Internationalität auch relativ schnell dabei. 1916 wird die englische Vogue gegründet, die seitdem in London sitzt, und 1920 die französische Vogue auf der Champs-Élysées, oder damals noch die Champs-Élysées, ich weiß nicht, wo sie heute sind. Und 28, 29 gab es natürlich auch tatsächlich eine deutsche Version, die dann, hatte ich schon von erzählt, die dann relativ schnell wieder eingestampft wurde mit der Adresse auf dem Kurfürstendamm. Hier steht die Adresse noch drin. Und diese neuen Ausgaben quasi, oder lokalen Ausgaben, haben dann eben auch ihre eigenen Redaktionen, obwohl die Chefredakteurin, und das ist ein großer Klassiker, vor allen Dingen bei Vogue, international immer nur eine da ist, die über alles quasi herrscht. Das ist ja momentan Anna Wintour, und das sind immer die Chefredakteurinnen aus den USA, die dann nochmal übergeordnet sind über die einzelnen lokalen Redaktionen, die es dann eben in London und in Paris gibt. Aber diese einzelnen lokalen Ausgaben haben dann ihre eigenen, oder kriegen relativ schnell ihre eigenen Cheffotografen, während das in Amerika ja bis in die 30er Jahre hinein der Steichen ist, wo es letztes Mal drum ging. Ist es in England auf jeden Fall Cecil Beaton, der bekannte englische Fotograf, der auch dann seit 1937 auch der Hoffotograf des englischen Königshauses ist, der Windsors ist, und da auch relativ viele Sachen macht. Hatte ich schon mal erwähnt. Ich finde seine Sachen nicht ganz so überzeugend. Deshalb kommt er bei mir relativ wenig vor. Er ist aber auf jeden Fall derjenige, der der Cheffotograf der Londoner Vogue ist. Und in Frankreich, in Paris, wird es dann in den 20er Jahren wieder ein Baron, aber diesmal ein echter Baron. Das ist George Baron Heuningen von Hüne, wie die Engländer sagen, Juni oder June, der dann ab 1926 der Cheffotograf aus Zufall wird, weil der gebuchte Fotograf der damaligen Zeit einfach nicht auftaucht, und der Hüne ruft dann beim französischen Chefredakteur an, ausnahmsweise mal ein Mann, und der riet dann dem Heuningen, Hüne, dann mach's doch einfach selber, weil der Hüne vom Prinzip her immer schon bei den Fotografen, bei den Shootings dabei war, weil er nämlich das Setting und das Styling gemacht hat,
kommt eigentlich aus der, auch wie viele andere aus der Kunst, ist Illustrator gewesen, hat Modezeichnungen gemacht und ist dann dadurch irgendwie in die Fotografie mit reingerutscht bei der Vogue und kriegt dann eben durch Zufall die Möglichkeit, diese Modestrecke dann zu machen. Und diese Strecke ist dann so extrem überzeugend, dass jetzt von da an eben der Chef der französischen Vogue ist. Und die Bilder, die er macht, die auch Cecil Beaton macht, beziehungsweise die Steichen macht in Amerika, die sind auch in den unterschiedlichen lokalen Ausgaben drin. Also es gibt also sehr viele Sachen, wo hier ist zum Beispiel die amerikanische Vogue, wo der Steichen mit dem Juni zusammen drin ist. Da ist auf der einen Seite das Bild von dem Steichen und dann zwei, drei Seiten weiter ist das nächste, ist das von dem Heuningen Hühne. Wie immer steht dann schön drunter, wie das bei Vogue immer so ist, um auch zu zeigen, dass die Fotografen eben die Künstler sind. Also der Juni übernimmt Mitte der 20er Jahre die französische Vogue und ist auch, wenn man sich das genau anguckt, auch etwas moderner als Steichen. Steichen entwickelt natürlich auch seinen eigenen Stil, haben wir in der letzten Sitzung auch schon drüber gesprochen. Ist aber trotzdem immer noch so ein bisschen gebremst, wahrscheinlich durch seine eigenen Ideen auch und so. Und dieser Heuningen Hühne, wie gesagt, diesmal ein echter Baron, nicht wie der De Meyer, der sich ja quasi angeheiratet hat. Der Hühne ist der Sohn eines Adligen, der für den letzten russischen Zaren gearbeitet hat oder im Diensten dessen stand und die dann eben auch emigriert sind nach Frankreich, die komplette Familie und er, der Heuningen Hühne, ist dann nach Paris gegangen. Ist also eigentlich, entsprechend adelig erzogen, hat eben auch diesen Auftritt als Snob, könnte man quasi sagen. Und geht aber in die Pariser Gesellschaft der 30er Jahre rein, in die ganze Kunstsituation. Er stellt auch zusammen mit Man Ray beispielsweise aus und arbeitet auch mit Man Ray zusammen an Porträts, beziehungsweise Porträts, die Man Ray gemacht hat, wo er dann das Styling für gemacht hat. Also der gehört quasi in diese Szene der 20er, 30er Jahre Paris rein. Verdient eigentlich sein Geld damit, dass er halt eben Modezeichner ist. Unter Umständen hat er natürlich auch noch Geld von seiner Familie. Aber das ist so eigentlich die Grundlage dafür und rutscht dadurch in diese Fotografie rein und hat deshalb vielleicht auch, weil er gar nicht aus der Fotografie kommt, dann vielleicht nochmal eine andere Möglichkeit, auf die Fotografie zu blicken. Und das zeigt sich meiner Ansicht nach auch in seiner Arbeit ziemlich deutlich, weil er eben einen Schritt weiter geht als Daikin. Also ich von meiner Perspektive aus mindestens genauso bedeutsam ist wie Steichen, obwohl er deutlich kürzer arbeitet als Steichen, also in der Fotografie. Denn der ist relativ hitzköpfig, könnte man sagen. Also es gibt verschiedene Beschreibungen für ihn oder über ihn, wenn man mit ihm zusammengearbeitet hat, dass er ans Set gekommen ist und total arrogant war. Sich das vorbereitete Set angeguckt hat, die Models, die dann da rumstanden und fotografiert werden wollten und so, und er dann die Redakteurin gefragt hat, ob sie tatsächlich denkt, dass er das fotografieren sollte, weil das würde ja quasi total scheiße aussehen und so weiter. Entsprechend war der Mensch auch gefürchtet, also die meisten, die mit ihm zusammengearbeitet haben oder die mit ihm arbeiten mussten, hatten eben Angst vor ihm. Jedenfalls wird er so beschrieben. Und aufgrund dieser Hitzköpfigkeit, dieser Überheblichkeit, die er hatte, und ist auch ziemlich häufig ausgeflippt, ist er dann eben auch bei der Vogue 1934 ausgestiegen, nachdem er eine Auseinandersetzung hatte mit dem amerikanischen Art Director, der in Paris war. Die haben sich dann gestritten und der Juni soll dann aufgestanden sein, den Tisch umgestoßen haben im Restaurant und rausgelaufen sein und wollte dann nie wieder für die Vogue arbeiten und hat dann gleich im nächsten Moment realisiert, dass er keinen Job mehr hat und wollte natürlich Fotos weitermachen und hat dann sofort bei Harper's Bazaar angerufen und ist dann entsprechend zu Harper's Bazaar gewechselt und hat dann eben noch weiter seine Modeporträts gemacht, aber darüber hinaus eben auch sehr viel Starfotografie, wie diese Sachen, die hier noch für die
für die Vanity Fair entstanden sind, als er noch bei Vogue war, für Condé Nast gearbeitet hat. Und er war sich, und das unterscheidet ihn auch von Steichen, wohl darüber bewusst, dass die Art, wie er fotografiert und seine Porträts auch, die er von Menschen macht, dass die schon sehr stark künstlerisch sind und die auch veröffentlichungswürdig sind sozusagen. Was der Steichen ja relativ spät erst gemacht hat und dann auch, also in den 50er Jahren mit Family of Man und so, obwohl das ja nicht alles Bilder von ihm sind, ganz und gar nicht, aber seine Veröffentlichungen, beziehungsweise von der Modefotografie, die er macht, die kommen erst viel, viel später. Obwohl er dem ja positiv gegenüberstand, das ist schon klar, aber der Juni ist noch einen Schritt weiter, weil er genau weiß, dass seine Arbeiten gut sind und die entsprechend auch veröffentlicht. Insofern gibt es dieses wunderbare Buch von ihm von 1932, das ist eine der ersten Veröffentlichungen, die überhaupt so in diesem Bereich gehen. Ist von dem deutschen Verlag erschienen und heißt Meister der Fotografie, Heuningen-Hühne. Und der Titel ist Frauen, Mode, Sport und Künstler. Da sind also eine ganze Menge Porträts drin, in einer ganz hervorragenden Druckqualität. Tieftondruckverfahren ist das alles ziemlich matt mit einem wunderbaren Schwarz. Das kann man ganz gut sehen. Und da sind eben auch ganz deutlich die Sachen zu sehen, die er quasi über den Steichen hinaus neu in die Modefotografie mit reinbringt. Und zwar ist das eine Art Klassizismus oder Neoklassizismus. Darauf bezieht er sich nämlich. Das sind auch Sachen, die er dann kennt. Das ist also um die Jahrhundertwende davor, meinetwegen sagen wir mal so um 1800 mit Jacques-Louis David und so weiter in der Malerei. Mit diesen Gewändern, die sich dann auch wieder dann auf die griechische Antike beziehen, was man relativ deutlich sieht, oder eben auch auf hier, meinetwegen mit Botticelli, mit den Bewegungen, mit diesen, mit den Stoffen, die da durch den Wind flattern und so, ist er dann natürlich an die Venus von Botticelli. Aber ansonsten hat man eben diese ganz klassischen, strengen Arbeiten, die immer anmuten, als wären sie aus der griechischen, also als wären es Statuen aus der griechischen Klassik. Das hat auch ein bisschen mit der Studiosituation der damaligen Zeit zu tun. Man hatte natürlich sehr, sehr wenig Möglichkeit, irgendwie spontan zu fotografieren. Das waren riesige Kameras, ohne Belichtungsmesser gab es noch nicht und so. Das musste halt alles abgeschätzt werden, entsprechend lange Belichtungszeiten, und dadurch frieren die Modelle natürlich dann auch entsprechend ein und kriegen dann auch, vielleicht auch, weil sie eben so brillant fotografiert sind, so eine marmorstatuenhafte Erscheinung, die so ganz typisch ist für die Fotografie von Heuningen-Hühne. Das heißt also, hier gibt es wieder dann eigentlich das, was Steichen dann nicht mehr wollte. Er wollte nicht mehr diese Distanz, die eben aufgebaut wird durch den Piktorialismus, die er dann zurückgenommen hat durch Authentizität der Fotomodelle und so weiter, und eine gewisse Leichtigkeit, die natürlich schwer zu erreichen ist in den Studios. Und der Hühne nimmt quasi diese Authentizität oder diese Straight Photography, wie man so will, mit rüber und erzeugt wieder eine Distanz. Und zwar dadurch, dass er Bilder eben schafft, die sehr... Also erstmal sind die Ganzfiguren im Bild, das heißt, ich habe keine Close-Up-Porträts mehr und so weiter, die ja eine gewisse Nähe dann natürlich immer zum Abgebildeten immer erzeugt. Das heißt also, allein durch diese Ganzfigur kriege ich schon eine Distanz, und dann durch diese Inszenierung mit dem Licht, so dass es tatsächlich aussieht wie eine Statue, gibt es natürlich noch eine weitere Distanz irgendwie, die eigentlich nur eine gewisse Ästhetik bezogen auf die Frau halt darstellt, so würde ich das jedenfalls sagen. Also die Vergötterung mehr oder weniger der Frau, die hier stattfindet durch Hühne. Also die Bilder sind in dem Sinne dann auch schon Idealporträts, würde ich ganz klar sagen, in denen sich eben dann die Ideen der Distanz und der Eleganz und der Schönheit, vor allen Dingen der Klassik, dann widerspiegelt. Der Unterschied ist nämlich bei ihm zum Beispiel bei seinen Modefotografien zu den Fotografien der Stars, die er macht, was dann vor allen Dingen durch die beginnenden 30er Jahre, da ist er nach Hollywood gegangen für Vanity Fair und hat
die Schauspieler fotografiert. Hier zum Beispiel Richard Cromwell, den man vielleicht nicht kennt. Aber hier habe ich dann Porträts von Stars, die schon genau so sind, wie man sich dann in der heutigen Zeit auch Star-Fotografie vorstellen will. Das hier zum Beispiel von Gary Cooper 1934 ist so ein extremes Beispiel dafür, wie die Vorstellung generiert wird der Authentizität, der Nähe zu einer Person. Es hat so ein bisschen was Schnappschussartiges. Ist es natürlich nicht, weil es komplett durchkomponiert ist, die eben sehr, sehr überzeugend wird, dann eben in der Porträtfotografie. Dann hätten wir hier noch eines meiner Lieblingsbilder von Catherine Hepburn 1934, wo man also fast gar nicht mehr erkennen kann, dass es von 1934 ist. Das könnte auch aus den 50er, 60er oder 70er Jahren sein. Auch mit der sehr, sehr legeren Haltung, wie sie in diesem Korbstuhl drin sitzt. Und so, es hat so was Spontanes, aber ist natürlich gar nicht spontan, sondern hier haben wir eben wieder das Phänomen, dass eben Schauspielerinnen oder Schauspieler sich vor der Kamera so präsentieren können, dass es eben eigentlich unheimlich überzeugend wird. Und interessant bei Hühne ist es, dass der in seiner Starfotografie diese Merkmale schon komplett drin hat, während die bei der Modefotografie auf eine extreme Distanz und Eleganz eher gezogen werden. Zusätzlich macht er noch, und das hat mich dann an Paul Strand erinnert, der das nämlich einige Jahre später macht. Also, das ist nicht seine einzige Veröffentlichung. Das ist zwar die erste von 1932, aber es gibt noch einige andere, die sich dann mit ähnlichen Sachen beschäftigen, wie Paul Strand das macht, dann ab den 50er Jahren mit Afrika. Der Junge geht nach Griechenland, fotografiert dann die griechische alte Architektur und dazu eben auch die Menschen. Und in Ägypten macht er das beispielsweise auch. Er hat auch ein Haus in Tunesien, wo er dann teilweise lebt und so. Und diese Sachen, die er da fotografiert, veröffentlicht er auch. Also der geht schon in die Richtung, ich fotografiere im Sinne der, also ich fotografiere Sachen, die auf jeden Fall veröffentlicht werden müssen. Und das ist natürlich ein Punkt, der ganz klar in die Richtung Kunst weist, was man bei Steichen halt nicht so findet. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass also der Honig und Hühne auf jeden Fall auch mindestens genauso bedeutend ist wie der Steichen, weil er eben neue Sachen bringt und andererseits auch noch eine Haltung hat, die bei Steichen mir nicht so deutlich irgendwie erscheint. Der Juni geht dann erstmal zu Harper's Bazaar, arbeitet dann noch ein bisschen in Frankreich weiter und geht dann ab den 40er Jahren nach Hollywood, wo er einige Leute dann ja kennt und wendet sich dann von der Fotografie ab und wird dann mehr oder weniger Farbberater, aber also oder Stylingberater könnte man oder Bildberater beim Hollywood-Kino, macht dann einige Filme und berät dann mehr oder weniger, Farbfilm war ja neu, wie die Sachen auszusehen haben und so weiter. Das geht dann bis in die 60er Jahre, macht auch einige Titelsequenzen, also die Vorspänne, die Opener quasi im Film, wo dann die Schrift eingeblendet wird und sonst alles Sachen, die dann von ihm kommen, weil er ist ja auch Grafiker und Zeichner und so weiter. Das ist das, womit er sich eigentlich dann zum Schluss beschäftigt, bis er 1968 in Amerika stirbt. Und abgesehen davon, dass er relativ wenig Sachen von sich behalten hat, was so Fotografie angeht, bin ich dann trotzdem davon überzeugt, dass der schon ziemlich genau wusste, wie gut seine Arbeiten sind und wie künstlerisch die Sachen so bei ihm funktioniert haben. Also, der Unterschied ist, dass er im Gegensatz zu Steichen die Sache etwas weiter trägt, vor allen Dingen auch in seiner Starfotografie. Die ist zwar ähnlich wie bei Steichen, aber ist noch frischer, noch moderner und hat noch mehr, oder sagen wir mal, ist noch zeitloser, so dass man heute sagen würde, ja, das könnte auch von heute sein. Das sieht man bei Steichen, sieht man das immer noch, dass das so 20er, 30er Jahre ist, finde ich jedenfalls. Und bei Heuningen Hühne ist das irgendwie vorbei.
Als er 1900, also Anfang der 30er Jahre für Vanity Fair dann noch nach Hollywood geht, um zu fotografieren, überlässt er das Feld in Paris, also das Studio in Paris, seinem Assistenten, Freund, Liebhaber, Lebensgefährten, Modell und Muse Horst P. Horst. Hier ein ganz frühes Bild, was übrigens auch der Heunigen Hühne gemacht hat. Und Horst ist dann, also wenn man sich das, seine Geschichte genau anguckt, ich meine derjenige Modefotograf, der am längsten durchgehend Modefotografie gemacht hat oder nahezu durchgehend, denn hat also von Anfang der 30er Jahre bis in die 90er Jahre hinein, also 60 Jahre lang am Stück Modefotografie vor allen Dingen für die Vogue gemacht und ist damit auch der Modefotograf, der am längsten praktiziert hat. Und interessanterweise auch seinen Stil über die Zeit oder die Art, wie er fotografiert, auch kaum verändert hat, weil er war nämlich fest davon überzeugt, dass jeder seinen eigenen Stil selbst entwickeln kann, entwickeln soll, obwohl er sich nie ganz klar war darüber, ob die Modefotografie oder ob die Fotografie überhaupt Kunst ist. Er meinte immer, die im Vergleich mit der alten Kunst, und damit meinte er eben die Malerei, Bildhauerei und so weiter, dass dann die Fotografie keine Kunst wäre. Aber weil die Kunst heute, also das hat er in den 80er Jahren gesagt, heute ja sehr mixed up ist mit anderen Medien, deshalb könnte das halt schon sein. Dazu aber noch später. Horst P. Horst ist natürlich nicht der richtige Name, das ist mehr oder weniger sein Künstlername, den er nach oder während des Zweiten Weltkriegs angenommen hat, als er nach Amerika ausgewandert ist. Heißt eigentlich Horst Bommann und ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Weißenfels bei Leipzig, Dresden da irgendwo geboren und geht dann erstmal nach Hamburg, um Architektur zu studieren und wechselt dann nach Paris, weil er von Le Corbusier gehört hat und ist dann zum Corbusier gegangen, hat bei dem ein bisschen was gemacht, hier und da Malerei studiert und so weiter. Und in Paris hat er dann in den Cafés Heuningen Hühne kennengelernt, die sich auf Anhieb verstanden haben und die waren dann auch von dann an sozusagen untrennbar. Das waren Pärchen, so würde ich das ganz klar heute beschreiben. Die haben auch zusammen gewohnt in einem Apartment in Paris und der Hühne war eben schon der Fotograf bei Vogue, also schon ein bekannter Fotograf und hat den Horst mehr oder weniger in die Pariser kulturelle Gesellschaft der damaligen, also der 30er Jahre halt eingeführt. Horst fand an ihm natürlich sehr faszinierend, dass er diese aristokratische Grundhaltung hat, sehr elegant, sehr arrogant, versnobbt und so weiter, aber trotzdem eben gut erzogen und ein enorm gutes Gespür für Eleganz und für Schönheit. Das sind alles Sachen, die den Horst beeindruckt haben und entsprechend auch dann natürlich geprägt haben. Der Horst hat auch erst für die Vogue so nebenbei gearbeitet und ist dann und hat dann die Möglichkeit bekommen, ich meine auch vom amerikanischen Art Director in Gesprächen, dass er doch auch mal mit der Fotografie es ausprobieren sollte, genau wie Hühne das macht, die dann ja auch zusammen gearbeitet haben und so. Und dafür haben sie ihm das Vogue-Fotostudio zur Verfügung gestellt und haben gesagt, so, du kannst zweimal die Woche hier, kannst du zwei, drei Stunden mit Modellen drin quasi testen, so wie man das heute sagen würde. Das heißt, sich ausprobieren in der Fotografie, Technik kennenlernen und so weiter und so fort. Er hatte vorher überhaupt keine Ahnung von Fotografie, eigentlich ähnlich wie bei Hühne, der ja auch so reingewachsen ist in die Art von Fotografie, was bei Steichen eben anders war, weil er vorher schon natürlich Fotograf war. Das ist hier bei den Jungs anders. Und entsprechend lernt er das dann und lernt natürlich auch von Hühne die ganzen anderen Sachen, die im Zusammenhang mit dieser Modefotografie stehen. Also er hat die Möglichkeit eben dann in Paris der 30er Jahre die Künstler kennenzulernen, die Couturiers, die Leute, die dir was zu sagen haben, die eben kulturell für irgendwas oder für diese Zeit standen. Er konnte das beobachten und entsprechend hatte das nachher eben auch in seine Fotografien
mit umgesetzt. Und da wundert es natürlich nicht, dass er natürlich auch den gleichen klassischen Stil fährt wie Hünne als erstes und entsprechende Fotografien macht, die also eigentlich von denen von Hünne selten oder in bestimmten Fällen nicht zu unterscheiden sind. Trotzdem entwickelt er natürlich dann auch wieder seine eigene oder seine die Weiterentwicklung mehr oder weniger von Hünes klassischer inszenierter Idealporträtfotografie, weil es sind ja eigentlich vom Prinzip her alles Idealporträts, sind in dem Sinne, also abgesehen von den Hollywood-Porträts, die June gemacht hat, wo man sich da auch drüber streiten kann, ob es Idealporträts sind oder nicht, weil es ja Schauspielerinnen sind. Aber bei der Modefotografie ist das ganz klar, geht es um dieses göttliche Ideal, was da präsentiert werden soll. Und das übernimmt der Horst in seiner Arbeit ganz gezielt mit. Und weil sie eben auch in Paris sind, ist ja der Louvre nicht weit. Und da geht er natürlich auch hin, auch mit seinen Fotomodellen und guckt sich alte Meister an, griechische Antike. Wie halten die ihre Hände? Wohin drehen die ihr Gesicht? Wie ist die Körperhaltung im Allgemeinen und so weiter? Das sind alles Sachen, die er und die anderen Leute sich aus der griechischen Antike dann mit abgucken, umsetzen in das neue Medium der Fotografie und dabei eben auch ein Gefühl entwickeln für gewisse Art von Eleganz. Und Hüne und Horst wird ja bis heute nachgesagt, dass es einfach die elegantesten Fotografen aller Zeiten sind. Lagerfeld hat dazu auch gesagt, sie zeigen das schönste Bild, was man haben konnte, eben in den oder der 30er Jahre. Lagerfeld war ein großer Fan von Hüne, vor allen Dingen auch von Horst. Ist auch von ihm mal häufig fotografiert worden. Und genauso wie Hüne, mit seinen Veröffentlichungen macht der Horst das dann auch. Der hat 1944 seine erste Veröffentlichung, ähnlich wie diese Sachen von Hüne mit Porträts von Stars und so weiter, die dann aber in Amerika veröffentlicht worden sind, weil er ab 1941 schon nach Amerika gegangen ist. Der Horst hatte ganz zum Anfang, als er noch gelernt hat, sozusagen, und das ist auch neu in der Modefotografie und auch so ein Klassiker mittlerweile, dass man erst Assistent ist, ja, und dann selber zum Modefotografen wird. Also ich kenne halt einige Leute, deren Werdegang in der Modefotografie genauso gelaufen ist, dass sie Assistenten waren und dann irgendwann übernommen haben und dann selber Modefotografen geworden sind. Das kommt bei Hüne und Horst so das erste Mal vor. Bei Cecil Beaton ist es auch noch anders, der hat vorher auch schon fotografiert. Der ist also auch nicht ins kalte Wasser geschmissen worden, aber bei denen ist es so. Die haben aber natürlich eine gewisse künstlerische Hintergrundbildung. Der Horst konnte auch sehr gut zeichnen, der Hüne eben auch, beides Illustratoren, Malerei studiert, Architektur und so. Das sind alles Sachen, mit denen die sich eben sehr gut auskannten. Der Horst also fängt also an mit der Fotografie, übernimmt dann ab und zu mal so Arbeiten, wenn der Hüne nicht da ist und so, und wird dann auch von der französischen Vogue nach New York geschickt, um eine Strecke zu fotografieren, wo er dann eben auch die Bekanntschaft mit Condé Nast macht, mit dem amerikanischen Verleger. Und da würde ich dem Horst dann mal die Gelegenheit geben, sich selber dazu zu äußern, in einem Film der 80er Jahre, wo er genau von dieser Situation spricht. He was a bit his nasty man. One day he had all the photographs I'd taken around there, you know, and he criticized and all the lighting was this and the flowers were this and all the business, you know. And he said, well, you see, Steichen wouldn't do that and Steichen wouldn't do that. And I said, well, one day I'd like to be as good as Steichen. I've never heard such arrogance in my life. You can leave whenever you want to. And I said goodbye, Mr. Nast, and I went back to Paris. Ja, Horst wird dann mehr oder weniger entlassen von Condé Nast, weil er sagt, you can leave anytime you like. Und so. Und Horst geht dann zurück nach Paris und wird dann von der französischen Vogue dann aber wieder angestellt. Und so in dem Sinne, nimm das mal nicht so ernst, was der gesagt hat. Und arbeitet dann da entsprechend weiter.
Und in dem Moment, wo der June kündigt bei Vogue, übernimmt Horst eben die gesamte Leitung der Fotografie bei der Vogue, also wird dann der französische Cheffotograf ab 34, 35, führt dann also vom Prinzip her die Fotografie weiter, die June auch gemacht hat, also diese griechischen inszenierten Statuetten Geschichten. Manchmal und wird er dann eigenständiger, indem er dann bestimmte Sachen dann halt noch extremer macht als Hühne, zum Beispiel bei diesem Bild hier von Louise Sheldon, was also sehr theatralisch und wenn nicht sogar filmisch ist. Das sieht aus wie ein Screenshot aus einem Hollywood-Film der 30er Jahre, sehr dunkel. Das sind dann Sachen, die dann der Horst für sich dann schon weiterentwickelt. Und er wird dann zwangsläufig, würde ich sagen, der bedeutendste Fotograf der Vogue. Also wenn man sich verschiedene Ausgaben anguckt, vor allen Dingen hier aus den 30er Jahren und 40er Jahren, dann ist in jeder Ausgabe was von Horst drin und das nicht zu knapp. Also auch die ganzen Cover beispielsweise, die Horst macht. Ich habe hier so eine leichte Übersicht davon. Ich glaube, Horst gehört mit zu denjenigen, die am meisten Cover für die Vogue geschossen haben, was natürlich auch immer so ein Zeichen dafür ist, dass man besonders erfolgreich ist. Auch in der Farbfotografie ist der Horst mit als erster dabei, macht sehr schöne Farbfotografien, die dann auch in der Vogue so ab Mitte der 30er Jahre veröffentlicht werden. Das sind die meisten Sachen natürlich noch schwarz-weiß, aber es gibt eben auch einige Farbsachen auch schon. Also die großen Strecken in der Vogue, die werden von Horst gemacht. Und das eben zeigt, dass er also vor allen Dingen in den 30er, 40er Jahren mit Sicherheit der entscheidende Fotograf ist, weil der Steichen geht ja weg von der Vogue und so. Da gibt es ein paar andere Leute, die dann noch dazu genommen werden. Aber für diese Zeit, denke ich, ist Horst, auch weil Hühne weg ist, der entscheidende Mann in der Modefotografie. Da geht eigentlich nichts dran vorbei. Also bis 1939 arbeitet Horst vornehmlich für die französische Vogue, obwohl seine Sachen natürlich eben auch in der amerikanischen Vogue und so veröffentlicht werden. Aber seine Homebase sozusagen ist Paris. Und 1939 beginnt ja dann der Zweite Weltkrieg. Und im September macht er eines der seiner bekanntesten Bilder, das ist das Korsett von Maine Bouquet, diesem Designer. Eines der berühmtesten Bilder von Horst, was dadurch noch verstärkt worden ist, dass Madonna ihr Vogue-Video genau auf diese Fotografien bzw. auf diese Korsettfotografie von Horst sich bezieht. Der Horst ist damals auch angerufen worden von, ich meine, Bruce Weber, dem Fotografen, und hat gesagt, hier hast du schon gesehen, dass Madonna deine Bilder quasi kopiert hat für ihr Musikvideo, aber das war dem Horst relativ egal. Aber das war schon klar, dass das also aber es ist ja auch so gedacht, also Hommage an Horst gewesen ist, wo Madonna eben genau in diesem Text. Und dieses Bild ist entstanden laut Horst um 3 Uhr nachts. Und da würde ich ihn dann auch selber nochmal zusprechen lassen. Aus diesem Dokumentarfilm aus den 80er Jahren, da spricht er nämlich davon. Well, I was going back and forth from New York to Paris, you know, 3 times a year or something for the collections and stuff. And the last trip to Paris, you know, everybody knew already, you know, the war's gonna come and all this other thing. And at 3 in the morning, I made the photograph, it's called the Corset. That was the last photograph I took in Paris. And he cried like crazy, you know, and all that. Also, September 39 flüchtet Horst vor dem Zweiten Weltkrieg nach New York, fährt mit der Normandie, die dann ein paar Tage später, ich meine sogar versenkt wird oder was weiß ich,
Also auch eine dramatische Geschichte. Wir werden noch einige andere Leute erleben, die genau in dieser Zeit halt auf dramatische Weise dann vor diesem Zweiten Weltkrieg dann fliehen mussten. Horst geht nach New York und kann natürlich dann sofort in New York weiterarbeiten bei der Vogue. Wie gesagt, der Steichen ist weg und er hat seine Kontakte da. Also wird er da erstmal der Cheffotograf und nimmt dann auch die amerikanische Staatsbürgerschaft an, 1940, 41 meine ich, und ändert dann auch seinen Namen von Horst Bormann. Die Sachen damals, da steht ja einfach, beziehungsweise unter seinen Fotografien steht ja einfach immer nur der Vorname drunter, Horst. Das ist so typisch für Horst P. Horst. Aber er heißt eigentlich Martin, eben nicht Martin Bormann, sondern Horst Bormann. Und genau das ist der Punkt. Ihn hat nämlich ziemlich genervt, dass einer der Obernazis, Martin Bormann, eben den gleichen Nachnamen hatte wie er. Und er wurde immer darauf angesprochen, vor allen Dingen in Amerika, ob er dann mit diesem Martin Bormann verwandt wäre und so. Und deshalb hat er seinen Namen getauscht oder gewechselt in Horst P. Paul ist einer seiner zweiten, seiner anderen Vornamen, die er hat. Horst P. Horst, das ist so ein Konstruktname und den hat er sich dann in Amerika mit der amerikanischen Staatsbürgerschaft auch eintragen lassen. Und wie das dann eben so ist als amerikanischer Staatsbürger, musste er dann auch in die US Army oder ist dann in die US Army gegangen, um gegen die Nazis auch zu kämpfen. War dann bei einem Bataillon, wo er dann aber nicht, also wo er ausgebildet wurde, aber dann nicht mit in den Kriegseinsatz gekommen ist. Nach Italien war das. Glücklicherweise, weil das komplette Bataillon, die sind alle gestorben im Krieg. Er ist aber in Amerika geblieben, weil er ja eben so ein bekannter Fotograf war und hat dann entsprechend fotografiert für die amerikanische Regierung, diese Bilder, Porträts mit Truman zum Beispiel. Und weil der Horst grundsätzlich einfach ein total sympathischer, netter, gut aussehender Mann war, war es für ihn eigentlich überhaupt kein Problem, in jede Art von gesellschaftlichen Situationen reinzukommen. So würde ich das jedenfalls sehen. Ist vielleicht auch ein gewisser Teil seines Grunderfolges. Ja? Seine Bescheidene, war relativ bescheiden, zurückhaltend, obwohl er natürlich genau wusste, dass er natürlich einer der wichtigsten Fotografen der Welt ist oder einer der besten Fotografen und so. Aber er hat sich immer einen gewissen Humor erhalten, was man in den meisten Sachen ganz gut eigentlich mitkriegt. Die Art, wie er fotografiert hat, hängt eben damit zusammen, dass zu der damaligen Zeit diese Studiofotografie eben die Nummer eins war. Bei der Modefotografie, also man konnte sich vom Prinzip her gar nichts anderes vorstellen, als mit riesengroßen Kameras in Studios zu fotografieren, weil die Bilder eben eine entsprechende Brillanz haben, die mit Kleinbild- oder Mittelformat-Kameras, also Schnappschusskameras, wenn man so will, natürlich nicht vergleichbar waren. Und deshalb war das, Horst hat gesagt, es wäre sogar verboten gewesen, mit Mittelformat zu fotografieren. Nachher hat er es dann natürlich dann ab den 60er, 70er Jahren dann selber gemacht, das ist ja klar, aber doch in den 30er, 40er Jahren ging das eigentlich gar nicht. Es gibt einen schönen kurzen, ich meine, es ist ein Fernsehbeitrag, den man auch bei YouTube findet, den ich hier ganz gerne jetzt kurz zeigen wollte, wenn man da den Horst in New York bei der Arbeit sieht im Studio und auch die Fashion-Redakteurinnen, die da mitarbeiten und nachher auch den Art Director, das ist der Alexander Lieberman, der ist ja auch schon mal vorgekommen, die dann die Bilder aussuchen. The world still looks to Paris, despite its temporary eclipse during the war, as the historic source of creative fashion. But though a Paris label still carries great prestige, big names in the world of fashion have emerged across the Atlantic. The editors of fashion magazines like Vogue play an important part. Constantly on the alert for fashion trends, these magazines select for illustration the clothes and accessories they consider most significant. Photographed by specialists like Horst and glamorized by noted models, editors' selections are passed on to the fashion world.
The influence of fashion magazines is far greater than their circulation would indicate, for their readers include leaders of the dress industry, and those few hundred well-dressed women whose acceptance of a new style idea is enough to launch it as high fashion. Ein Beispiel möchte ich hier noch erwähnen, was Horst auch selber immer gerne erzählt hat. In den 30er Jahren in Paris empfand er das so, dass Chanel die Königin Frankreichs ist, also die Königin der Kultur, der damaligen Szene in Paris, so könnte man das vielleicht sagen. Und die gehörte eben mit zu seinem Freundeskreis, die haben ja zusammen die ganze Zeit Partys gefeiert, so würde man das sagen. Damals nannte man das Bälle, Kostümbälle und so weiter, alles Mögliche. Und da war Chanel natürlich auch mit bei und daher kannten die sich. Und Chanel hatte, oder beziehungsweise die Vogue hatte das Problem, dass Chanel die Vogue-Fotografen nichts zu ihren Kollektionen gelassen hat, weil sie das irgendwie, fand sie die Vogue wohl ziemlich blöd. Und hat sich davon mehr oder weniger ausgeklammert und wollte damit nichts zu tun haben. Und eines Tages, hat der Horst erzählt, stand die bei ihm im Studio, also dann im Vogue-Studio, gehe ich mal von aus, und wollte sich von ihm porträtieren lassen. Und dann hat er von ihr Fotos gemacht und eines davon ist das Bild, was sie zeitlebens als das beste Porträt von ihr gefeiert hat. Da hat sie von Anfang an gleich mehrere hundert Abzüge von bestellt und so weiter, weil sie es so toll fand. Und daraufhin hat sie die Vogue eben in ihre Kollektion reingelassen. Also dann konnten die da rein und Fotos machen. Das durfte aber in erster Linie nur Horst natürlich machen, als der Fotograf, den sie am liebsten hatte. Und dadurch ist es aber dann eben zu einer engeren Kooperation von Vogue und Chanel gekommen. Der ausschlaggebende Punkt war eben dieses Porträt von Horst, was er von ihr gemacht hat. Und deshalb auch ein besonderes Bild, was man sich durchaus merken könnte. Denn wenn Chanel das gut fand, dann muss es ja wahrscheinlich auch ganz gut sein. Ja, also das zu Horst. Über den Horst selber könnte man wahrscheinlich, ich würde tatsächlich über den eine Netflix-Serie drehen, auf Hühne und Horst, die Zeit der 30er Jahre, dann 60 Jahre in der Modefotografie. Es ist schon, also wenn man sich die Sachen von ihm durchguckt, seine Veröffentlichungen beziehungsweise die Kataloge, die es heute von ihm gibt, da gibt es ja einige mit großen Ausstellungen von ihm und so, dann merkt man, kriegt man ein Gefühl dafür, wen der alles gut kannte. Ja, also das ging von Greta Garbo bis Churchill, Truman und so weiter, sind alles Leute, zu denen der irgendwie dann Draht hatte. Der muss also so unglaublich populär gewesen sein in seiner Art, dass die Leute ihn einfach geliebt haben. Und das ist natürlich eine wunderbare Grundlage für eine Netflix-Serie, gerade aus der Zeit, so 60 Jahre Modefotografie und so weiter. Nun muss man allerdings dazu sagen, dass der nicht die 60 Jahre durchgehend für Vogue fotografiert hat. Nämlich, irgendwann hat die Chefredakteurin gewechselt. Die Edna Woman Chase ist ja die erste gewesen, beziehungsweise nicht die erste, aber in der Condé Nast-Zeit ab 1914. Die hat das benutzt bis 1951 oder 52 geschafft, ist die längste Chefredakteurin, Chief Editor aller Zeiten, auch länger als Anna Wintour, die ja auch schon sehr, sehr lange dran ist. Und die danach kamen, sind auch relativ bekannt. Eine nicht so, das ist die Jessica Davis oder Daves. Die ist die Nachfolgerin von Edna Woman Chase. Sie hatte die selber einander eingesetzt und so. Und die hatte wohl besondere, wenn ich das jetzt richtig zuordne, aber ich meine, das müsste die eigentlich sein, die hatte besondere Vorstellungen auch von Fotografie, auch von dem, wie Frauen dargestellt werden sollen und so. Und nahm dann entsprechend den Fotografen auch relativ viel Freiheit weg in dem, wie sie die Frauen dargestellt haben. Und das hat dem Horst halt überhaupt nicht gepasst und hat deshalb für längere Zeit dann nicht für die Vogue fotografiert. Erst als die dann abgesetzt wurde, müsste dann 10 Jahre später sein, als dann Diana Vreeland die Chefredakteurin wurde, hat sie ihn zurückgeholt zur Vogue und dann hat er erstmal
eine Spezialsektion gemacht wie House and Garden, ist aber immer wieder zu der Modefotografie und auch zu der Porträt- und Starfotografie zurückgekommen. Also bis in die letzte Zeit hat er durchgehend auch eben Porträts gemacht von Prominenten, von Freunden, müsste man sagen, weil er war ja selber Prominenter. Und ist also deshalb definitiv 60 Jahre der Modefotografie, Porträtfotografie, Starfotografie zuzuordnen, mit den Veröffentlichungen eben in den entsprechenden Magazinen. Ein wichtiger Punkt, der zu Horst dazugehört und auch zu Hühne, weil sich da bei den beiden wieder was begründet, was auch sehr, sehr einzigartig ist oder neu war in der Situation. Und zwar ist das die Aktfotografie. Der Hühne hat ja schon den Horst als Modell genommen für seine Männerakte, die er damals gemacht hat, die in der Art und Weise und in der, ja doch, in der künstlerischen Auffassung des Aktes oder des Männeraktes sicherlich neu waren. Und das hat der Horst auch weitergeführt. Er hat allerdings nicht nur Männer fotografiert, so wie Hühne das gemacht hat, sondern Horst, so wie Alexander Liebermann ihn beschreibt oder beschrieb, dass er einer der wenigen schwulen Fotografen gewesen wäre, der wirklich sich für Frauen interessiert hätte, was sehr interessant ist. Und deshalb hat er auch eben sehr, sehr gute Aktfotografien von Frauen gemacht, die gar nicht für die Veröffentlichung damals gedacht waren, schon in den 30er Jahren und so weiter. Und interessant ist, dass hier natürlich eben auch diese, dass die Körper so inszeniert sind wie griechische Marmorskulpturen. Ja? Das ist so das, was dahinter steckt und was die in der Zeit natürlich auch fasziniert hat, aber auch weitergehend fasziniert hat. Eben nicht nur auf die 30er, 40er Jahre beschränkt, sondern das hat Horst relativ lange gemacht, also bis in die 50er Jahre hinein. Diese wunderbaren Akte, die ganz hervorragend ausgeleuchtet sind, das sind ja mehr so Körperstudien, könnte man fast sagen. Die hat er natürlich von Hühne und einer, der sich hat davon extremst beeinflussen lassen, ist Robert Mapplethorpe, einer der bekanntesten Fotografen, was so Männeraktfotografie angeht und so weiter. Auch schon länger tot. Aber den Bezug dazu sieht man relativ deutlich. Und in dem Zusammenhang ist nicht nur die Aktfotografie, von die Männeraktfotografie bei Hühne und bei Hühne und Horst bedeutsam, sondern auch die Männerporträtfotografie, weil sie, glaube ich, meiner Ansicht nach auch die schwule Männerporträtfotografie das erste Mal so richtig vorstellt, also wo man eben auch die homoerotische Komponente ganz gut erkennen kann. Ja? Also in ihrem schwulen Bekanntenkreis waren eben diese auch bekennenden Schwulen der damaligen Zeit, der 30er Jahre, also Jean Cocteau mit seinem damaligen Freund Jean Marais, Sachen, die wir auch schon aus der Porträtfotografie kennen von Brassailles, der damals eben auch die Schwulenbälle und Lesbenbälle fotografiert hat, eben aber auf eine andere Art und Weise. Und was bei Horst und Hühne jetzt dazu kommt, ist eben, oder vor allen Dingen bei Horst, würde ich sagen, die Inszenierung des homosexuellen Mannes als Porträt sozusagen. Luchino Visconti gehört dazu, de Gunsberg beispielsweise, aber eben auch Jean Marais und so weiter. Also die Fotografien, die so in die Richtung gehen von homoerotischen Idealvorstellungen, vor allen Dingen des Mannes. Das sieht man hier ganz deutlich und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die sich in erster Linie bei Horst begründet und bis in die heutige Zeit durchgesetzt hat. Also bei Horst gibt es so extrem viele neue, gute, bemerkenswerte Sachen, dass es sich wahrscheinlich auch lohnen würde, eine komplette Veranstaltung, ein Semester lang nur über Horst P. Horst zu machen und seinen Fotografien, die, obwohl man immer erkennt, dass es von Horst ist oder in den meisten Fällen erkennt, dass es von Horst ist, trotzdem eine sehr große Range haben von Neuerungen und Andersartigkeiten und so. Trotzdem erkennt man immer wieder, dass es sich dabei auf jeden Fall um eine Fotografie von
von Horst handeln muss. Also das wird sich auf jeden Fall lohnen. Was mir aber in dieser Folge noch wichtig ist, ist eine andere neue Variante der Modefotografie mit vorzustellen, die sich auch in den Ende der 20er Jahre, aber eher Mitte der 30er Jahre entwickelt. Und das fällt einem eigentlich auf, wenn man gerade wieder zu diesem Korsett zurückkommt von Horst, von der einer September-Ausgabe von 1939. Damals gab es immer zwei Ausgaben pro Monat übrigens. Mit diesem Korsett, was wir eben schon gesehen haben. Dann gibt es noch zwei Fotografien von Horst, auch mit dem Korsett. Und dann ist unten Reach for Waistline ein Bild, das nicht von Horst ist, sondern von Toni Frisell, einer US-amerikanischen Fotografin, die ganz bemerkenswert ist und auch, ich denke, auch in der Fotografiegeschichte wahrscheinlich etwas zu kurz kommt, obwohl es ja in der Fotografiegeschichte sehr viele Frauen gibt. Aber bei der Modefotografie ist es dann seltsamerweise so, dass relativ wenig Frauen erwähnt werden. Also die meisten Personen, die einem in der Modefotografie, in der Fotografiegeschichte begegnen, sind doch Männer. Also bei De Meyer angefangen, Steichen, Hühne, Horst, Blumenfeld bis hin zu Peter Lindberg. Alles Männer, also vorwiegend Männer. Zur Entschuldigung könnte man vielleicht sagen, dass die Chefredakteurin, also die Chef-Chefredakteurinnen immer Frauen waren. Also von Edna Woman Chase bis Anna Wintour, alles Frauen, auch in denen die Chefredakteurinnen, also die Chefinnen der einzelnen, also der englischen Vogue, der französischen und jetzt auch die ganzen anderen, die es gibt, also bis hin zur deutschen, sind ja zum großen Teil alles Frauen. Ich glaube, nur bei der französischen Vogue waren zweimal Männer bei. Das ist einmal der Maine Booker und danach war Michel de Brunhilde, glaube ich. Das sind, glaube ich, die einzigen Männer. Ansonsten sind das diejenigen, die auch bestimmen, wer auch Fotograf wird und so weiter. Anna Wintour, Peter Lindberg und so weiter. Das kennt man vielleicht. Das heißt also, die Oberherrschaft über das, was da veröffentlicht wird und wie es veröffentlicht wird, haben immer Frauen gehabt, das nur zur Entschuldigung. Trotzdem, nochmal zurück, es gibt eben auch viele, heute natürlich noch viel mehr, Modefotografinnen, was auch sehr wichtig ist. Und eine der wichtigsten, die aber ein bisschen unterschlagen wird, ist Toni Frisell, eine US-Amerikanerin, angeblich immer ultra schick gekleidet und hat alle Frauen verachtet, die nicht so schick waren wie sie, hat in die Modefotografie etwas reingebracht, was vorher nicht da war, von dem ich eigentlich auch eben schon so ein bisschen gesprochen habe, und zwar Horst, Steichen, Hühne, alle haben im Studio fotografiert mit diesen riesigen 8x10-Inch Kameras, ja, also so große Geräte, die man halt so weit ausfahren kann, die waren auch wirklich außerordentlich schwer, da braucht man ein Studiostativ für und so weiter. Also wer einmal schon mit 8x10 Kameras gearbeitet hat, der weiß, dass es nicht so einfach ist. Negative, die halt so groß sind, ne? 8x10-Inch, fast DIN A4 Größe. Da gibt es keine Belichtungsmesser, nichts. Also da muss man, das ist wirklich Knochenarbeit. Und dann haben die auch noch so Lampen dabei gehabt, wo die Leute dann die ganze Zeit geschwitzt haben. Dann waren die so hell, dass Assistenten mit Sonnenbrillen rumliefen und so weiter. Also das war wirklich eine harte Knochenarbeit. Und Horst hat gesagt, es ist eigentlich kein Wunder, dass es keine weiblichen Modefotografinnen gab zu der Zeit, weil die Geräte viel zu schwer waren, dass sie die gar nicht bedienen konnten. Das ist das, was Horst gesagt hat. Stimmt aber nur zum Teil, weil es eben Fotografinnen gab, wie Toni Frisell, die eben nicht im Studio gearbeitet haben. Und das ist die Neuerung gewesen. Es gab schon unter Steichen Sachen, die outdoor fotografiert worden sind, aber sehr, sehr, sehr selten, weil es eben sehr kompliziert war, eben auch draußen zu fotografieren mit großen Kameras. Und jetzt kommen eben diese neuen Erfindungen wie Leica, Rollerflex und so weiter, kommen halt hinzu. Kleinbild oder Mittelformat, mit dem man eben jetzt auch rausgehen konnte. Auch für die Sportfotografie gab es auch so Fachkameras, wo man oben reingucken konnte, also größere Kameras, meinetwegen auch im 4x5-Inch Format, also etwas kleiner als die Studiokameras auf jeden Fall. Aber die gab es schon, mit denen konnte man rausgehen und auch draußen fotografieren. Und die Toni Frisell hat nämlich genau das gemacht und damit befreit sie die Modefotografie überhaupt aus dem Zwang des Studios sozusagen und kriegt dann natürlich eine gewisse Authentizität und Bewegung und Lebendigkeit in die Fotografie mit rein, die es im Studio nicht geben kann, weil dafür einfach die Belichtungszeiten viel zu lang sind. Das heißt also Frauen im Sprung und so weiter
das sind alles Sachen, die jetzt auf einmal vorkommen können und eben auch entsprechend genutzt werden. Also Mitte der 30er Jahre kommt die Toni Frisell zur Vogue, eigentlich als sollte eigentlich Texte schreiben. Und ich meine, die Edna Woman Chase hat dann festgestellt, dass die Texte, die sie schreibt, gar nicht so toll sind und dass sie es vielleicht mal mit Fotografie versuchen sollte. Und dann ist sie eigentlich diejenige, die sich darauf spezialisiert, Outdoor-Strecken zu machen, zum Beispiel für Sportbekleidung, Badebekleidung und so weiter, wie man es eben hier auch sehen kann. Selbst Cover, ganz wunderbare Cover macht die Toni Frisell, wie zum Beispiel dieses hier mit dieser Surf-Situation. Das bedeutet, hier kommt in die Modefotografie etwas rein, was zur damaligen Zeit eben auch in der Gesellschaft oder was auch zum neuen Bild der Frau dazu gehört, ist eben extrem sportlich, ne, diese amerikanische Frauenbild, sportlich, sonnengebräunt, frei, kann sich überall bewegen. Und das kann natürlich nur in Bildern präsentiert werden, die eben genau das eben auch zeigen. Und da ist die Toni Frisell, ist diejenige, die das macht. Und auch parallel zu Horst immer ihre Veröffentlichungen in den Vogues der damaligen Zeit, in den Ausgaben der damaligen Zeit halt hat. Und die wechselt dann auch irgendwann zu Harper's Bazaar, geht von der Vogue weg oder geht auch zur Sports Illustrated, ist also eine richtige professionelle Fotografin, die sehr viele Fotos auch über die Modefotografie hinaus gemacht hat, ist dann auch die Hausfotografin der Kennedys gewesen. Auf jeden Fall hat sie die Hochzeit von JFK und Jackie Kennedy fotografiert und hat dann ihr komplettes Werk, wenn man so sagen kann, der Library of Congress vermacht. Das haben wir schon ein paar Mal festgestellt, auch in den anderen Veranstaltungen, dass die Library of Congress sehr viel Material hat, was Fotografiegeschichte angeht und in diesem Fall eben auch. Toni Frisell hat ihr komplettes fotografisches Werk der Library of Congress geschenkt, soweit das eben in ihrem eigenen Besitz war. Und die Sachen kann man über die Library of Congress eben auch aufrufen. Und bin immer davon überzeugt, dass Toni Frisell in ihrer Fotografie, in der Fotografiegeschichte oder auch in der Geschichte der Modefotografie, deshalb stelle ich das auch so deutlich heraus, einen ganz besonderen Platz einnehmen müsste, weil sie eben was macht, was es vorher nicht gab. Und das ist diese Outdoor-Fotografie, die so ein bisschen in Reportage-Fotografie und so weiter geht. Und diese Sache wird eigentlich in erster Linie einem anderen Fotografen zugeschrieben, der das in die Modefotografie einbringt. Wird aber vergessen, dass es wirklich parallel passierte. Und zwar ist das Martin Munkashi, ein Emigrierter aus Deutschland. Das war eigentlich Ungar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch mit einem Künstlernamen, der eigentlich aus der Sportfotografie kam, aus der Reportagefotografie, ist dann nach Amerika emigriert. Hat bei Harper's Bazaar angefangen, weil er schon einen Namen hatte. Und ist genauso wie Toni Frisell dieser Bewegung auf der Spur, dieser Freiheit am Strand und so weiter. Und das hier, diese Ausgabe ist von 1934. Da sieht man halt dieses bewegte Bild drin. Ist auch eines der bekanntesten Bilder von Munkashi. Und der Munkashi tritt halt auch in der Harper's Bazaar zu der Zeit eben überall auf. Und das ist also ist zur gleichen Zeit wie Toni Frisell. Aber trotzdem wird ihm meistens zugeschrieben, dass diese bewegte Reportage, authentische Fotografie eigentlich von ihm kommt. Richard Avedon bezieht sich zum Beispiel auf Munkashi und hat gesagt, das ist einer meiner großen Vorbilder überhaupt. Auch Cartier-Bresson, einer der Gründer der Magnum-Agentur, ganz bekannter Reportagefotograf, bezieht sich auch auf Munkashi und hat gesagt, das ist eigentlich das, was Reportagefotografie ausmacht. Bei Avedon ist das eben diese Leichtigkeit, die er dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch reinbringt. Ähnlich wie David Bailey das dann ein bisschen später macht. Also Reportagesachen und so kommen auf jeden Fall von Toni Frisell und Martin Munkashi. Und es ist nicht nur Munkashi, der als erstes das gemacht hat. Es gibt natürlich noch einige andere, die Outdoor fotografiert haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Toni Frisell auch mit der Arbeit dann später für Harper's Bazaar ganz großartige Sachen gemacht hat,
die auch von Munkashi nicht so hingekriegt worden sind. Also auch die zeitlose Darstellung der sportlichen Frau finde ich schon phänomenal, wie dieses Bild hier zum Beispiel. Oder diese Arbeiten hier von 1941. Das ist dann aber auch schon, ich meine, das ist auch schon Harper's Bazaar. Mit diesen Unterwasseraufnahmen, mit diesen Kleidern. Also ich habe selten sowas fotografisch Interessantes von der Idee her gesehen, wie diese Bilder, die die Frizzell da mit diesen Frauen unter Wasser gemacht hat. Das ist schon spektakulär und sollte in diesem Falle nicht vergessen werden. Das heißt, ich habe jetzt nochmal erwähnt, Toni Frizzell und die neue Art der Fotografie, die parallel läuft mit der von Horst. Bloß, dass es eben ein anderes Spezialgebiet ist, weil sie eben draußen fotografiert. Das heißt, es geht um leichte Bekleidung, Sportbekleidung, Bikini, Strandbekleidung und so weiter. Und dafür bietet sich eben diese in Anführungszeichen reportagehafte Modefotografie an. Ist deshalb natürlich genau das Gegenteil von dem, was in der Studiofotografie von Horst und Hühne passiert. Diese Idealporträts, diese Vergötterung und diese extreme Inszenierung, die dahinter steckt, ist natürlich genau das Gegenteil von dem anderen. Aber beides passt hundertprozentig in die Zeit rein. Einmal hat man dieses körperliche Eleganzideal, was bei Hühne und Horst existiert, und dann eben diese frische und freiheitliche neue Frau. Das heißt also, es gibt eine, so würde ich das jedenfalls sehen, die Bedeutung der neuen Frau spielt sich genau zwischen dieser absoluten Eleganz und dieser totalen Freiheit ab. Und das wird eben auch in der Modefotografie ganz deutlich. Es gibt eben auch bestimmte Persönlichkeiten, die sich in diesem Bereich aufhalten. Und das ist, denke ich, mit Sicherheit auch Marlene Dietrich mit ihren Hosen, mit ihrer Freiheit, mit ihrer Frechheit, die dahinter steckt. Auch wenn sie nachher für die US Army arbeitet und da unterwegs ist mit den GIs, da vor den GIs auftritt und so weiter. Also schon eine sehr total selbstbestimmte Sache und trotzdem dabei unfassbar elegant ist. Also das sind so, denke ich, die vor allen Dingen die 30er, Anfang der 40er Jahre, eben bis zum bis nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann ja alles zerstört ist, ist das, glaube ich, das Entscheidende. Und dieses Bild, gesellschaftliche Bild der Frau oder dieses Selbstverständnis der Frau, das inkarniert sich mehr oder weniger, nee, eigentlich mehr in den Zeitschriften wie Vogue und Harper's Bazaar. Das ist aber längst noch nicht alles, was in den 30er Jahren und 40er Jahren an neuen Sachen passiert. Es gibt noch einige mehr, die wir noch erwähnen müssen. Das heißt, ich bin mit der Zeit noch gar nicht ganz durch. Das nächste Mal wird es dann noch um die künstlerische Fotografie gehen, um Man Ray, die auch in der Vogue zu finden ist, auch bei Harper's Bazaar. Man Ray, einer der größten Fotografen, wahrscheinlich der bedeutendste künstlerische Fotograf überhaupt im Zusammenhang mit den Surrealisten, Dadaisten in Paris, eben auch der 30er Jahre und so weiter. Und mit seinen Veröffentlichungen in den Modemagazinen, das ist die eine Sache, dann fehlt noch die Leute, die mit ihm dann zusammenhängen, und das ist natürlich dann eben auch Lee Miller, dann sind wir schon beim Zweiten Weltkrieg und der Tragödie, die dahinter steckt, die sehr interessant und sehr einzigartig auch verarbeitet wird in der Vogue, wo man wahrscheinlich gar nicht so mit rechnet. Dann gibt es noch die Arbeiten von Blumenfeld, das ist ja auch 30er, 40er Jahre, auch einer, der vor den Nazis geflüchtet ist in einer sensationellen Fluchtaktion über Marokko, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das ist schon spektakulär, was in dieser Zeit alles passiert. Deshalb sind wir damit lange noch nicht durch. Heute ging es eben um Hühne und Horst. Die Hühne, der Steichen übertrifft, würde ich sagen, in seiner frischen, modernen Art, dann die Sachen dann noch etwas mehr auf den Punkt zu bringen und eben diesen griechischen, klassischen, inszenierten Stil dann zu erfinden, der dann von Horst noch intensiviert wird. Parallel dazu die Individualporträts von den Superstars aus Hollywood der damaligen Zeit. Das heißt einmal Idealporträt in der Modefotografie, Individualporträt in der Starfotografie der damaligen Zeit, die ich ja auch sensationell finde. Das ist die eine Sache mit Horst dann, der 60 Jahre in der Modefotografie seinen Stil mehr oder weniger durchgehalten hat und auch mitbestimmt hat. Und
Dann die Arbeit von Tony Frisell, die ich hier nochmal besonders herausstellen möchte. Es gibt sehr, sehr wenig Sachen zu ihr. Es gibt nur eine große Veröffentlichung, ansonsten nur Erwähnungen in sozusagen in Compilations, ja, in Katalogen, wo es eben um Modefotografie geht. Da spielt sie immer eine Rolle. Aber es gibt keine großen Dokumentarfilme über sie oder weniger Kataloge. Es gibt eigentlich nur einen. Deshalb denke ich, da kommt die viel zu kurz, während es über Munkácsy dann schon deutlich mehr gibt, der immer so als Erfinder der bewegten Modefotografie gesehen wird, was ich nicht unbedingt für unheimlich plausibel halte. Natürlich ist er mit einer der Ersten, der das macht und am konsequentesten auch deswegen eingestellt wird, aber bei Tony Frisell ist es eben ähnlich und Frisell geht halt auch noch ein bisschen weiter als Munkácsy, der alles nur als schnelle Mode, als Snapshot Modefotografie versteht, während Tony Frisell eben auch diese exzellenten Unterwasseraufnahmen gemacht hat, die Cover und so. Das sind schon Sachen, die ganz besonders sind. Insofern sind wir für heute damit durch. Heute auch etwas länger, weil der Horst einfach einen riesigen Bereich einnimmt und über den man eigentlich eine eigene Folge machen müsste. Da ist aber zeitlich dann ein bisschen schwierig und in der wissenschaftlichen Arbeit liegt ja auch mal begründet, dass man komprimieren soll. Ich gebe zu, bei Horst gelingt mir das nie. Aber das hat eben damit zu tun, dass auch niemand so groß ist eigentlich wie er in der Modefotografie. Und um das nochmal zu untermauern, möchte ich dann als Schluss hier noch einen kurzen Filmausschnitt aus dem Dokumentarfilm über Horst bringen. Aus den 80er Jahren, den es leider nicht bei YouTube gibt. Und zwar ist das auch das Ende des Dokumentarfilms mit einem O-Ton von Karl Lagerfeld über die Bilder von George Heuningen Hühne und Horst P. Horst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tell you a funny story. In 73, for French Vogue, I had to look for old photos from the 30s. So I went in this basement, everything was covered with dust, and there were boxes and boxes and boxes with all the vintage prints from Heuningen Hühne and Horst, all of them. I went through that. My education did not allow me to take one or two or three, because it was, first of all, not fashionable then to have old photos, but I already loved them then, so I touched nothing. A few years later, I asked one of the editors, what happened to the basement? I heard you moved out of that part of the building. They said, yes, we had the basement cleaned, it all thrown away. Can you imagine?